Die Herstellung eines AC-Schnitzer-Heckflügels aus Vollcarbon beginnt mit der digitalen Konstruktion und der Erstellung eines Produktionswerkzeugs, vergleichbar mit einer Kuchenform. Die Carbonmatten werden mit Schablonen zugeschnitten. Diese Carbonmatten bestehen aus Carbonfasern, die bereits als mit Harz getränkte Präpreg-Matten vorliegen, ähnlich denen im Motorsport und der Luftfahrt. Carbonfasern sind 4-mal leichter und 10-mal stärker als Stahl. Um optimale Stabilität zu gewährleisten, werden ihre Faserrichtungen um 90 Grad gedreht und in das Werkzeug eingelegt. Überschüssige Randabschnitte werden getrimmt und eine gelbe Trennfolie aufgetragen. Das erleichtert die spätere Entnahme des Heckflügels. Die Werkzeughälften werden verschraubt, verpackt und eine Vakuumpumpe entfernt die Luft. Der erhöhte Flächendruck erzeugt eine einwandfreie Oberfläche. Das Carbon wird durch eine Folie vor äußeren Einflüssen geschützt, die später wieder entfernt wird. Im Autoklav, einem Backofen unter Überdruck, härten die eingelegten Carbonlagen aus und werden perfekt miteinander verbunden und formstabil. Dank der hochmodernen Fertigung wiegt der Carbon-Heckflügel nur 950 Gramm. So entstehen original AC-Schnitzer Carbon-Teile made in Germany.